Ein richtiger Fernsehstar ist neben mir. Er kommt aus der Schweiz, er ist total understatement-mäßig drauf und er ist wirklich berühmt im Bereich Wohnmobile. Das kann man sagen, macht das Ganze schon sehr, sehr lange. Stell ich mir kurz vor. Bin der Markus Löhrer von Womoclick. Wenn du sagst, schon lange, seit 8 Jahren, mache ich Womoclick für die Wohnmobilisten. Ja, du hast sogar ein Special Car bekommen, mit dem du dich im Moment im Jahr 2020 bewegst. Das Ganze ist gesponsert. Das bedeutet also, ich sag mal, du hast Leute, die unterstützen dich, gell? Ich sehe es so, es ist ein Lohn für das, was ich mache. Die Industrie hat Vertrauen in Womoclick gefunden und hat mir dieses wunderschöne neue Modell Palas von Murillo für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt. Dieses Jahr fällt alles ein bisschen ins Wasser und wir sind am Improvisieren, was wir jetzt machen. Also die Messen fallen aus, viele verschiedene Sachen. Kann ich jetzt den Leuten leider nicht bieten. Aber es macht mich stolz, dass ich da für Morello unterwegs sein darf. Ja, ich zeige das mal gerade. Da ist noch ein kleines Fahrzeug dabei. Du kannst ja unmöglich zwei Autos fahren, oder ist da hinten Platz drin? Ich habe da einen Anhänger dazu. Ich habe mich immer gesträubt gegen einen ganzen Zug. Der Grund ist der, du musst ja den Anhänger irgendwohin verstecken. Ich bin gern mobil, und dachte immer, ja, mit Wohnmobil alleine genügt das. Aber weil ich ja Stellplätze dokumentiere, kann ja das sein, dass ich mich irgendwo mit dem Zug hinstelle und nachher mit dem Kleinen eben losgehe und andere Stellplätze dann anfahre. Ja, vorne ist noch jemand, der mit dabei ist. Das ist dein Liebling. Das ist mein Mitarbeiter, das ist Gigi. Die habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Vorher war es die Aisha. Meine Leute kennen die Aisha und jetzt die Gigi. Und die macht sich schon sehr gut als Wohnmobilmädchen. Ja, gerade eben, da war dann noch ein Suchspiel. Ja, jetzt mal eine Frage: Wo ist denn jetzt dein Anhänger? Wo hast du ihn Mein versteckt? Anhänger, den habe ich zwischen einem anderen Wohnmobil und meinem Wohnmobil. Ja, der hat einen riesen Vorteil, der ist so leicht, den schiebe ich einfach alleine irgendwo hin. Von dem her ist es nicht unbedingt Ballast, aber man muss natürlich auch die Stellplätze anfahren, die dann Platz bieten für eben nochmals so ein Ja. Fahrzeug. Wenn ich zurückdenke vor 5 Jahren, ja, da hatten noch wenige einen Anhänger. In der heutigen Zeit ist es doch so geworden, dass viele halt eben jetzt auch mit einem Anhänger unterwegs sind, weil sie noch mobiler die Freizeit genießen wollen. Ja, ich zeig's mal gerade hier vorne. Also wir haben ja auch ein Sendermobil, das steht da vorne. Damit machen wir unsere Dokus. Ist nur 8 Meter lang. Wie lang ist deiner? Der ist bei 9,56. 9,56 Meter. Gleiche Basis plus Anhänger. Wobei ich fahre ja, ich bin ja jahrelang auch Campingwagen gefahren. Das Gespann war 14 Meter lang, kannst du dir vorstellen. Gut. War sogar noch ein bisschen breiter. Also man kriegt da ein Gefühl für, oder? Ja, gut, ich war früher LKW-Fahrer, ich bin viel länger gefahren. Damals war es so, wenn ich nur solo rumgefahren bin, dann hat irgendwas gefehlt. Und darum Anhänger ist für mich keine Sache. Ich sehe den zwar nicht während dem Fahren, weil er ja schmaler ist, aber mit der Rückfahrkamera hat man doch immer das Dach vom kleinen Fiat im Bild und dann ist es keine Sache. Auch beim Rückmanövrieren habe ich da wenig Probleme. Das bringt natürlich Sicherheit. Hast du keine Angst, dass da mal ein Reifen platzt und du kriegst es gar nicht mit, weil der hat ja Power? Es war letztens auf der Autobahn so, ich hab den Knall gehört, aber dachte nie, dass das von mir ist. Die kleinen Rädchen, die du da jetzt zeigst, das sind schon anfällig, weil die drehen ja viel mehr, Die also schneller. viel schneller als jetzt eben beim Wohnmobil. Und da kann es schon mal werden, dass dann halt ein Reifenplatzer gibt. Es war damals so, ich war auf der Überholspur und plötzlich sehe ich den LKW hinten Licht hupen. Da wusste ich, der Knall, der war von mir. Dann fuhr ich dann rechts hin auf den Pannenstreifen und dann war es so. Ja Mensch, wo habe ich einen Radschlüssel? Ich habe doch gar keinen Radschlüssel für diesen Anhänger. An das habe ich gar nicht gedacht. Und dann war es so, dass die Polizei zufällig kam und dein Freund und Helfer hatte natürlich einen 19er Schlüssel. Und die haben mir geholfen, bis ich wieder wegfahren konnte. Also Ja. Überraschungen.
Da vorne steht's, ja. Ja, wir kriegen für diese Doku kein Geld, also eine richtige redaktionelle Doku. Du machst das Ganze seit mittlerweile wie viele Jahren nochmal? 8 Jahre, also im 12 habe ich angefangen. Und es gab Jahre, da hast du im Wohnmobil gelebt, richtig? Oder ist es immer noch so? Es ist rein theoretisch immer noch so, aber 365 Tage habe ich zweieinhalb Jahre habe ich so drin gewohnt. Und da wird man ja viel angesprochen, ist das nicht langweilig, was machst du im Winter, frierst du nicht und. Mit den Heizungen, die diese Klasse drin hat, da muss man nie frieren, da hat man richtig schön warm. Also bei mir ist immer 24 Grad im Haus. Ja, wir haben sogar Fußbodenheizung mit drin, genau. Aber es ist ein guter Ersatz. Es ist ein praktisch fahrendes Büro, slash Haus, slash Arbeitsstelle, slash alles. Alles dabei, mehr braucht man nicht. Für mich war damals, als ich ins Wohnmobil gezogen bin, kennst du vielleicht das Lied von Silbermond? Welches denn? Das leichte Gepäck. Ja genau, leichtes das Gepäck. Das hat mich so, das war genau der Übergang. Dieses Lied war in der Hitparade und ich bin in den Liner also umgesiedelt. Es geht irgendwie, man reist viel besser mit leichtem Gepäck, ja, oder so irgendwas. Ja. Und ich hatte ja ein Haus vorher und da musste ich mich richtig vom Ballast befreien. Du hast das Haus verkauft? Das Haus ging dann weg und dann war es einfach, ich musste einen Container bestellen, um alles da reinzuschmeißen. Und das tat natürlich weh. Auf der einen Seite habe ich gesagt, das hat mir jetzt immer gefallen, aber im Wohnmobil kannst du das nicht mehr brauchen. Und nachher war das sowas von befreiend, wenn du in so einem Fahrzeug wohnst, du hast alles dabei und da, wo es steht, da bin ich zu Hause. Und jetzt bin ich hier in Klüsserath zu Hause. In Klüsserath an der Mosel. Hier sind viele Saarländer. Ich habe gerade eben mit deiner Lebensgefährtin gesprochen. Sie ist da? Sie ist drin? Heike? Heike? Sie ist da. Warte, wir gehen mal rein. Komm, lass uns mal zeigen. Also hier ist uns der Eingang. Da ist das automatische Leveling System. Das heißt, du hast Hubstützen drin? Ja, ja. So ist er schön ausnivelliert. Bei dem Fahrzeug braucht man das fast. Der Grund ist der. Ich erkläre das mal gerade, was Hubstützen sind, dass die Leute das mal sehen. Das heißt, unten drunter sind so Stempel, richtig? Genau, genau. Die fahren aus und automatisch nivelliert sich, man sieht das vordere Rad ist in der Luft, das nivelliert sich dann genau, aus. Wenn er gerade so lieb ist, dass man drehst, dass man das mal sieht, also das ist frei in der Luft, richtig? Genau, das heißt, wenn ich jetzt hier dagegen gehe, ja, sieh, guck da, es dreht sich. Ist unglaublich, das heißt, das Ding hat 7,5 Tonnen ungefähr? Das ist schon bis 7,5 Tonnen und der wird wahrscheinlich schon in der 7-Tonne-Grenze sein. Und warte, ich zeig das mal gerade. Hier ist auch jeder Quadratzentimeter ausgenutzt, ja, sogar Schubladen drin. Wir haben hier Schubladen. Das ist natürlich Dieseltanken, das muss in der Nähe sein. Schlüssel für die verschiedenen Klappen. Und da mein Ferrari-Schlüssel. Ja, ich zeig's mal gerade. Der Fiat. Ja, der Fiat. Und was habe ich hier drin? Weiß gar nicht. Ah. Sag mal. Das Geld. Nein. Das ist, wenn ich wirklich mal Zeit finde und meine Ruhe haben will, dann. Nee, Pfeife! Dann ist das, weil wenn ich die anzünde, dann weiß ich, die brennt circa zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde. Und das genieße ich dann vor dem Wohnmobil. Und darum muss die griffbereit sein. So, wir gehen mal kurz rein. Du hast mir erlaubt, ich war noch nicht drin, muss ich sagen. Also ich liebe es, Überraschungen zu haben. Aber deine Lebensgefährtin hat mir schon erzählt, du hast lauter Schweizer Kissen hier drin. Ich sag's mal so, Schweizer sind ein bisschen Patrioten und für mich ist Schweiz Heimat, aber da ich ja selten in der Schweiz bin, brauche ich etwas, wo ich mich daran orientieren kann. So, und du hast Lederausstattung gewählt, das ist doch ganz gut. Also ich habe Alcantara, da bleibt schon mal ein bisschen Marmelade hängen, aber das ist hier einfacher. Also, das Fahrzeug wurde mir so gestellt. Da stand an der CMT dieses Jahr. Die CMT ist was für Leute, die es nicht das wissen? Das ist in Stuttgart, das ist die größte Messe Touring und Caravaning. Und nachher wurde dieses Fahrzeug wieder nach Hause zum Morello gefahren und nachher habe ich das abgeholt. Und meine erste Reise war dann nach Sexten an ein Treffen von Morello. Also da habe ich dich gesehen. Und zwar war ich in Innsbruck, da war das Morello-Treffen. Nee, genau, ich bin nach Innsbruck gefahren und das ist die Anreise, die dann kommt. Und lauter Morellos sind mir entgegengekommen. Ja, das war damals, das war Ende Februar. Genau. Und dann
die Ausstattung war natürlich so. Mein Wunsch wäre jetzt, das soll aber nicht negativ sein, die Polster, die würde ich braun nehmen, weil ich ein Hündchen habe, das halt schon mal frech da drauf steht. Und ich habe nicht gerne die Jeans, die irgendwann lassen die Spuren im Leder hängen. Die färben ein bisschen ab. Die färben ab und das Braun, das ist halt ja, sehr unempfindlich. So, das ist dann pflegeleicht. Du hast eine richtige Küche mit drin, das kenne ich schon, aber die ist ein bisschen größer wie meine. Das ganze Fahrzeug ist ja auch ein Meter 50 länger. Nein, das heißt, du hast glaube ich den Home. Nee, den Loft. Den Loft hast du und das ist der Palace. Okay. Und nebendran steht der Palace Liner. Das ist eine andere Basis, glaube ich, ein ganz großer. Der ist breiter und hat dann die Fahrwerke von Mercedes, also Actros. Hier ist ja ein Iveco drunter. Ja, vorne, das ist so der Inbegriff von Luxus. Eine Kapselmaschine kann aber jeder eigentlich in seinem Wohnmobil machen. Man braucht allerdings nur die entsprechende Power. Aber es ist so, man trinkt gerne einen Kaffee, oder? Morgens. Kaffee, und ja. Der ist nicht schlechter, Nespresso. Es muss einfach sein. Nespresso, ja, halt wieder Schweizer Produkt, gell? Da muss man natürlich dann ja, sich für das begeistern. Und es muss eben für mich schnell sein. Für mich alleine da groß, da Kaffee durch Filter und. Wäre mir zu unspannend. Einfach zu kompliziert. Und da möchte ich noch was zeigen. Das finde ich einfach eine geile Sache. Im ersten Moment, wenn man weiß, Kühlschrank, ja gut, ist alles gut. Wenn ich von außen reinkomme, dann mache ich hier auf. Oh, alles fertig gerichtet. Zeig mal rein. Komm. Ich will einmal kurz reingucken, dass wir das mal sehen. Also das sind fertige, das ist doch vollkommen okay, aber du ernährst dich gesund. Ja, ist es gesund? Das, okay, ich gehe raus. Es nicht. Aber jetzt musst du schauen. Ja. Jetzt bin ich aber in der Küche und komme von hier her, dann mache ich einfach hier auf. Und das finde ich eben geil. Auch, es ist eine kleine Sache, auch beim Kühlschrank ist das so. Der ist vielleicht da nicht richtig. Genau, der muss erst auf der einen Seite. Richtig. Und wie voll der ist. Es hat aber einen Grund, Heike ist da. Ja. Wäre sie nicht da, würden da 3-4 Joghurt stehen. Ja, du ernährst dich nämlich ziemlich, ich sag mal, kohlenhydratearm und hast wahrscheinlich viel Eiweiß, was du zu dir nimmst. Ist das richtig? Und Gemüse? Ja. Ich ernähre mich ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht so gut, aber ich fühle mich wohl. Ich zeig's mal grad. Den Bauch kriegt jedermann. Also ein bisschen kriegt man einfach, egal was man isst. Ja, hier ist dein Reich. Das Schöne ist, man kann alles abtrennen. Ja, das habe ich auch. Also ja, ich habe zwei Türen drin. Kannst zumachen. Mach jetzt mal zu, dass man sieht. Und man hört dich schon kaum noch. Jetzt hört man mich nicht. Und auf der anderen Seite mache ich jetzt auch mal zu. Das ist im Schlafzimmer. Und dann machen wir wieder auf. Genau, das ist nämlich sehr praktisch, denn wenn du mal auf Toilette gehen möchtest, die ist wo, die Toilette? Der hat jetzt eine separate. Das dachte ich immer, separat, das geht doch nicht, da bist du eingehängt. Aber es ist wirklich, jetzt darfst du nicht reinfilmen, weil wir haben da ja alles reingestellt. Ja, das macht aber nichts. Komm, wir zeigen das einfach mal. Ihr habt nämlich ein klein wenig aufgeräumt für mich. So ist es nämlich, du kannst die Tür aber auflassen, wenn du es gerne hättest. Gell? Hör mal. Ich habe noch nie ein Wohnmobil gehabt, das eine Wärme, wie soll ich sagen, eine Heizung fürs Toilettenpapier hat. Hier habe ich das. Das ist aufgewärmtes Toilettenpapier. Die Frauen, wenn sie ein Bad haben möchten, auch zu Hause, die möchten immer so einen Handtuchhalter/Heizung. Ja, der ist ganz gut. Also genau. Das Auto ist schon nicht schlecht. Nach meinem Geschmack, ja. Nach meinem Geschmack. Hier vorne. Auch. Warte, ich zeig das mal gerade, dass ich da mal kurz mal hin darf. Und dann kommen wir nochmals zu den Hubstützen. Wenn das Fahrzeug nicht schön ausnivelliert ist, dann ist das Wasser immer in einer Ecke, weil der Boden, der ist so flach. Das ist also nicht eine Wanne, sondern ein flacher Boden. Darum muss man schauen, dass der schön ausnivelliert ist. Darum eine Empfehlung, wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, denkt an Hubstützen. Auch wenn die nochmals extra einen Batzen kosten. Ja, so ist es. Komm, wir zeigen uns mal beide, weil die Leute sehen uns ja nie. Da sind wir. Das ist mal haben. Hallo. So, ja, das ist aber schon so. Man kann sagen, man wacht morgens auf. Es gibt ja so Momente, wo du nicht weißt, wo du bist. Kennst du das? Wann war der Zeitpunkt im Wohnmobil, wo du aufgewacht bist und sagst, ich bin zu Hause?
Also wo du, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist im Urlaub, du wachst auf und weißt nicht, bin ich jetzt zu Hause, bin ich im Urlaub? Hast du das schon mal gehabt? Es ist halt für mich eine Kombination. Bei mir ist das ganze Leben, seit ich das mache, eine Kombination Urlaub, Arbeiten, alles in einem. Mhm. Und ich fühle mich sofort, wo ich, egal, auch wenn es an der Autobahn ist, ich habe da keine Mühe. Mhm. Dann bin ich da zu Hause. Hast du jemals Angst im Wohnmobil, jetzt die letzten Jahre? Nein, nein. Kenne ich nicht. Mhm. Kenne ich nicht. Aber, weißt du, ich sage mir, ein Einbruch oder Feuer oder weiß ich was, das kann auch zu Hause. Überall kann das sein. Oder ich kann hier zu dieser Treppe rausfallen oder im Haus, je nachdem. So ist es nämlich. Eins würde ich gerne noch zeigen, ja? Nämlich dein Schlafzimmer, wenn ich darf. Ja. Darf ich das zeigen? Ja, sicher. Schau mal, das ist zum Beispiel etwas für Frauen. Ja, großer Spiegel. Ja, das für mich, ja, ich schau mal kurz, aber mir genügt der schon. Ja, aber man will sich auch ganz sehen. Und ja gut. Die Schweizer. Oh, sorry. Also jetzt machen wir hier mal auf. Und? Das ist deine Spielwiese. Ja, ich spiele mit Chichi. Chichi ist normalerweise auf dieser Seite und ich liege hier, weil Fernseher und alles auch hier ist. Ja. Du hast auch ein Hubbett vorne, das heißt, du kannst nochmal zwei Leute unterbringen. Man könnte da jemand, ja. Also wenn der Dario mal mitkommt oder irgendwer, dann ist vorne Platz. Warte, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Die Niki kennt man vielleicht, die hat dieses Fahrzeug Ihnen mal vorgestellt. Mhm. Und die kommt bestimmt auch wieder mal mit uns und dann ist ihr Platz da vorne mit dem Dario. Ja, du hast Platz. Du hast aber nicht nur das, sondern du hast auch eine Klimaanlage mit drin. Hast du die schon mal gebraucht? Die ist noch nie gelaufen. Nein. Bis jetzt können wir es immer mit Fenster auf, können wir das gut regeln. Und sonst haben wir noch den Lüfter, den schalte ich auch vielfach ein. Der soll ein bisschen die Luft rausziehen, die warme Luft. Den habe ich auch, aber nicht so einen schönen wie du. Der ist schon schick. Gut, eine Schönheit ist sie auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Aber man muss ja auch kompromissbereit sein. Das hier ist so die Schaltzentrale, das heißt, du hast Solar auf dem Dach, Solarpanels? Ja, wir sehen jetzt da zum Beispiel 6,9 Ampere kommen rein. Entschuldigung. Gesundheit. Und hier die 5,4, die gehen effektiv zu den Batterien. Okay, das heißt, ein bisschen gönnt er sich noch selber? Ja, da geht schon etwas verloren. Hier haben wir, das ist der Wandler, Wechselrichter. Da sieht man jetzt, der braucht natürlich auch, wenn ich den schon einschalte. Dann sieht man das da schon. Der zieht schon ein bisschen was weg. Der fängt schon an jetzt. Siehst du, es ist schon 2 Ampere. Darum ist wichtig, wenn man den Wechselrichter nicht braucht, das sage ich jetzt für alle, egal welches Fahrzeug, dann schaltet den aus. Dann sieht man, geht es wieder wahrscheinlich auf 5,2, 5,3. Ganz wichtig auch, 5,5, ganz wichtig auch der SAT. Wenn der oben ist, der braucht auch immer ein bisschen Strom. Und Alde, auch wenn sie nicht am Heizung ist, braucht es auch immer ein bisschen Strom. Ausschalten am Also möglichst viel ausschalten. Mhm. Ja. Das heißt, man kann sogar das Hauptpanel ausschalten, wenn man geht. Das frisst auch noch mal ein bisschen Strom. Ja. Das ist so der. Was jetzt mich da persönlich stört, mich stört, ich muss immer diese Klappe auf. Jeden Tag machst du 10-mal diese Klappe auf, weil für mich ist Strom, wie viel habe ich noch zur Verfügung, ist sehr wichtig. Essentiell. Strom ist noch, wie viel ist noch drin? Ich habe 320, wenn sie voll sind, also Lithium. Und jetzt 294 noch. Also das genügt jetzt bei Fast weitem. Voll. Aber würde jetzt die Sonne nicht scheinen, dann kann das schnell mal auf 150, 140. Und dann, man muss haushalten. Es ist so, haushalten muss man nicht nur mit dem Strom, sondern auch mit dem Wasser. Zu Hause duschen mal 20 Minuten am Stück, das geht dir nicht. Das geht dir nicht. Brauche ich auch nicht. Ich habe mal geschaut, ich brauche zwischen 13 und 15 Liter Wasser. Da pro Dusche. Pro Dusche. Je nachdem, wie sauber ich mich mache. Also, ob du jetzt auch zwischen den Beinen reinigst oder genau, nicht. Genau. Nein, das ist so ungefähr, was man braucht. Man muss ja dann auch warm genug haben. Im Sommer
braucht man natürlich weniger warmes Wasser. Im Winter ist so eine Gefühlssache, da will man einfach schön warm. Mhm. Und da kann ich schon mal so einen Kessel dann leeren. Und der Boiler, der hat, glaube ich meinte 18 Liter hat der Fassungsvermögen. Ja. Das heizt sich dann aber erst auf, bis ich dann, das würde man da sehen. Genau, es gibt nämlich bei Aldo so ein Turbo, glaube ich. Der macht ganz heiß. Ja, man kann jetzt mal schauen, wie das aussieht. Ich muss da 10 Stellen drücken, bis ich am richtigen Ort bin. Jetzt ist das Wasser nur um die 28 Grad. Und, da gehen wir dann halt zurück. Und da, hier, machen wir nur Heißwasser. Ja, du hast Erfahrung ja mit Gas. Hier ist ein Gasfesttank drin. Das heißt, mit Gasflaschen musst du nicht agieren. Bei dem nicht. Okay. Bei dem jetzt 2 Flaschen, wobei eine Tankflasche dabei ist. Ah, okay. Die kannst du aufladen an der Tankstelle. Ja. Der Vorteil ist natürlich, bei einer Gasflasche weißt du nie, wie voll ist jetzt das Teil. Mhm. Auch wenn du einen Tag oder 2 Tage weg bist, voll heizt, dann weißt du nie, habe ich jetzt die Hälfte gebraucht oder 3/4 oder wie viel. Und da fährst du einfach wieder mal an die Tankstelle, rasch Rüssel ran und füllst wieder. Dann bist du wieder auf der sicheren Seite. Da wäre aber ein Festtank auch nicht schlecht. Also ich habe einen Festtank drin und Gasflaschen, ist schon sehr komfortabel. Du bist dann 2-3 Wochen, muss ein bisschen aufpassen. Ich habe bei meinem Fahrzeug, also da habe ich einen Gastank. Ja. Und mein Nachbar, der hinter... Warte, ich zeig das mal. Der ist nämlich... Der große, das ist jetzt eben der Palasliner. Es gibt nämlich noch einen, der ist es immer so im Leben, ist immer einer neben dir, der noch einen größeren hat. Und der hat nämlich hier einen Palasliner. Ich habe gerade eben kurz mit ihm gesprochen. Er ist Sachverständiger, sogar für Wohnmobile. Ja, das ist ein interessanter Mann. Der weiß also genau, was da beim Fahrzeug gerechnet werden muss, wenn ein Schaden ist. Aber ich möchte nochmals aufs Gas zurück. Ja, zeig mal. Gas. Der hat einen Gastank. Und der hat sich doch gesagt, in der Klappe, wo die Gasflaschen sind, brauche ich doch den Platz brauche ich doch nicht mehr. Und hat dann hier, ist natürlich abgeschlossen, hier drin ist eine Waschmaschine. Wir fragen mal kurz, ob wir aufmachen dürfen. Ja. Das ist deine Frau, richtig? Die wollte nämlich nicht aufs Video, hat sie mir gesagt. Ja, sie hat gesagt, ich will auf gar keinen Fall. Sie ist so schüchtern. Heike ist so schüchtern. Ja. Sie kommt aus Deutschland? Ja. Ich habe noch Schwierigkeiten mit der Schweizer Sprache, aber es funktioniert. Sie ist ein Schwabenmädchen. Nein, die ist selbst. Schwabenmädchen? Ja. Ist Schweizer, seid echt süß. Schwäbisch-Schweizer. Wenn ich euch beide mal zusammen, genau. Das ist so. Also, es ist offiziell, du bist vergeben und der Hund, der hat gerade alles abgeräumt. Ja. Das ist ihre Art, die Liebe zu zeigen. Genau. Voll süß. Ja, was ist denn das für ein Feeling, mit einem Mann zusammen zu sein, der bekannter ist wie Thomas Gottschalk? Ja, also am Anfang habe ich mich schon gewundert, weil jeder kommt her, will ein Bild mit ihm, aber mittlerweile macht man das nichts aus und ich knipse ihn auch mit den Frauen. Ja. Du selbst bist selbstständig, richtig? Ich habe Fahrschule. Ja, ich glaube, man braucht die Selbstständigkeit, um so einen Mann in die Zügel, oder? Ja, ich sage immer, es ist schön, wenn er bei mir ist, aber es ist auch wieder schön, wenn er man geht. Aber hör mal, das ist die berühmteste Fahrlehrerin Deutschlands. Warum? Die kam schon so viel Mal im Fernsehen, Radio, die ist ganz bekannt. Ach, deswegen hast du genommen, dass ihr beide so Glamour-Paar habt. Glamour-Paar, ja. Genau. Wir sind ein Glamour-Paar, ja. Genau. Ja, süß, ja. Wir gehen mal ganz kurz rüber. Ich frage ihn mal. So, jetzt haben wir sie doch drin. Der Rainer. Ja, der Rainer ist ein cooler. Ich zeige mal gerade von hinten. Man kann nämlich die ganze Klappe aufmachen. Er soll es mal zeigen. Ja, wie geht der Smart in den Morello rein? Hier ist der Rainer. Ich habe gelesen, KL, das klingt nach Kaiserslautern, aber da gibt es 2 Möglichkeiten. Du kommst direkt aus Kaiserslautern oder drumherum. Direkt aus Kaiserslautern. Oh, das tut mir leid. Ja, man kann es nicht aussuchen. So ist es. Du bist absolut bekennender Pfälzer? Absolut. Das ist super. Ja, du bist auch im Wohnmobil unterwegs. Du hast nämlich genauso wie dein Kollege eine, ich sag mal, Arbeit gewählt, die viel mit Wohnmobilen zu tun hat. Ist das richtig? Ja, das hat sich zwangsläufig so ergeben. Ich bin schon über 30 Jahre Sachverständiger und seit 20 Jahren Wohnmobilist. Und die Technik interessiert dich natürlich und da musst du dich mit auseinandersetzen. Da kommt Haustechnik auf Fahrzeugtechnik und das ist halt eine ganz interessante Geschichte und verändert sich auch immer mit neuen Materialien, Kleben, Mikmaklöten, Aluminium. Da kommen so viele verschiedene Materialien aufeinander, das muss passen und das reizt mich an dem Thema und es wird auch reflektiert.
Die Kollegen rufen mich viel und deswegen ist das auch ein tolles Thema für mich, auch unterwegs zu sein. Ja, ich sehe das so. Wenn ich dich mal fragen darf, wie alt du bist? Ich bin 62. 62? Ja. Siehst aber noch jung aus. Ja, Wohnmobilfahren hält jung. Hält jung. Wenn du mal so lieb bist, du hast eine Waschmaschine drin. Kannst du mir die mal zeigen? Ja, natürlich. Denn ich habe auch ein Gasfach und habe mich immer gefragt, wo könnte man eine Waschmaschine unterbringen? Er hat das gut gemacht, oder? Du, die Idee finde ich top, weil den Platz braucht man wirklich nicht, wenn man einen Gastank hat. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich auch einen Gastank, aber habe noch zwei Gasflaschen drin für den Notfall. Eigentlich ist der so groß, der Tank, dass du den nicht leer kriegst. Also ja, zumindest genau. Nicht vorsätzlich. Also das hatte ich in unserem letzten Wohnmobil auch, weil wir ja viel unterwegs sind. Das ist ja mein Büro. Und ich fahre ja in ganz Deutschland rum, mache die Gutachten. Nee. Was ist denn das für eine? Von welchem Hersteller ist sie denn? Jetzt fragst du mich gerade, ich glaube Kenwood. Kenwood? Ja. Ist sie gut? Super. Also meine Frau sagt, die macht trockener wie ihre zu Hause. Gehen 3 Kilo rein. Also für die Wäsche für unterwegs absolut ausreichend. Das sieht aus ein bisschen wie eine Puppenküche. Okay, da ist das Waschmittel drin. Waschmittel, ja. Und hier der Weichspüler. Das Ding ist total genial. Und ich hab das noch nie gehört, dass sowas gibt. Braucht eine Stunde in etwa. Ja. Läuft über den Wechselrichter und einwandfrei. Also 16. Das hat sogar Energieeffizienzklasse ja. A++. Ja. Das heißt, es zieht wahrscheinlich gar nicht so viel Strom. Nein, also es hält sich wirklich im Rahmen. 1600 Watt. Genau, wenn du mal gerade zumachst. Also ich kann es überhaupt nicht fassen. Es ist, Mini steht drauf. Da unten ist denn, ja genauso wie bei einer großen Waschmaschine. Das ist denn, also ist wahrscheinlich nicht für die Bettdecke, oder? Na, die Bettwäsche kriegt meine Frau rein, aber sie muss es zweimal waschen dann. Ne? Also auf 2 Gänge. Das langt nicht ganz für einmal. Ja, cool. Ja, wenn man das jetzt sieht, du hast keine zentrale Klappensteuerung. Das heißt, du machst jede Klappe einzeln auf und zu. Das Fahrzeug ist noch ganz neu. Das kommt noch. Bin dabei. Ich wollte mir nicht alle Wünsche auf einmal erfüllen. Und deswegen, das mache ich so eins nach dem anderen. Ja, das ist so ziemlich der größte, den es gibt von Morelo, oder? Gibt es noch einen größeren? Es gibt noch einen größeren, der nennt sich Empire. Also größer, nur in Anführungszeichen. Das ist eine Ausstattungsgeschichte. Ja. Von der Größe her und vom Fahrwerk her, vom Motor her ist das alles gleich. 7,7 Liter Mercedes. Ist ein Mercedes drin? Ja, ja. Okay. Ja, man sieht es auch an den Reifengrößen. Da ist schon LKW-Größe. Ja, das ist LKW-Größe. Das ist LKW-Größe und da vorne sieht man, das ist Transportergröße. So, da sieht man es auch. Aber es hat auch einen Grund, denn der ist ein gutes Stück schwerer wie seiner, oder? Ja, das sind 12 Tonnen. 12 Tonnen. Dann gibt es als 12 Tonnen und als 15 Tonnen. Genau, du brauchst als Wohnmobilist brauchst du in Deutschland keine Maut zu zahlen, oder? Das ist richtig. Fahrzeug ist mautfrei. Mautfrei. Aber wenn man so durch Europa tigert, da ist das schon anders, oder? Das war aber mit dem 7,5 Tonnen auch nicht anders. Genau. Das ist, holst du eine Go-Box für durch Österreich oder in Slowenien und dann musst du genauso Mautgebühr bezahlen. Ja, das, was du hast eine große Klappe. Die ist nämlich hinten drin und wenn du mal kurz mal zu mir kommst und das mal kurz mit mir moderierst und er zeigt einfach mal, wie die aufgeht, wenn du so lieb bist. Ich probiere gerade mal. Genau, warte mal, genau. Wahnsinn, oder? Ja, also der Wunsch nach mehr, den gibt's und wird auch nie hören. Da gibt's eine Firma, Hühnerkopf, bei denen kann man noch so viele Wünsche haben, bei denen kann man hingehen und sagen, welches Fahrzeug das hier rein soll. Er hat jetzt für ein Smart das mit den Auffahrrampen, die kommen hier hin und dann fährt man rein. Oder dann gibt es solche, wo wie eine Schublade rausfährt. Dann kann man dann wieder ein Porsche oder weiß ich was draufstellen. Achso, das heißt, der Raum hier ist immer der gleiche oder gibt es den jetzt noch länger? Das Fahrzeug gibt es bis 12 Meter. Bis 12 Meter länger? Ja, das ist ein 10 Meter Fahrzeug. Ja. Aber 12 Meter geht nicht in unsere Garage, also muss man einen Kompromiss schließen. Oh, das ist aber schade. Furchtbar. So, warte, ich zeig's mal gerade. Das ist das Fahrzeug, das geht da rein. Das ist schon praktisch, wenn man unterwegs ist und kann sich bewegen. Da spielt es keine Rolle, wo du stehst, am Stadtrand oder 5 Kilometer außerhalb. Was ja für uns oft so vorkommt. Also vorkommt, wenn wir zum Kunden fahren, dann stehen wir uns ein bisschen außerhalb und dann können wir zum Kunden direkt fahren. Ja, du hast eine Technik verbaut, die kommt eigentlich aus der Schifffahrt, das Master Volt. Ja, genau. Also normalerweise verbaut Morelo eine andere Technik. Ja, ich habe auch Master Volt drin. Die hatten mal Master Volt. Genau. Ja. Und inzwischen haben sich ein anderer Hersteller gesucht. Aber die Technik war für mich nicht
passend. Und deswegen habe ich alles wieder zurückgerüstet bzw. neu gerüstet. Habe mir einen 3000 Watt Wechselrichter von Mastervolt reinmachen lassen. Das da oben ist ein Solarregler. Auf der Seite habe ich 800 Ampere Lithium eingebaut. 800? Ja, zeig mal bitte. Zeigen. 800 hier. Das ist ja, 800 ist schon viel, oder? Das noch, warte, ich zeig mal. Du hast noch gesehen, ja. Da, ja. Da wird das Auto angehängt und so zieht er dann den Smart rein mit der Seilwinde. Mit der Seilwinde, der wird praktisch wie von Geisterhand hochgezogen. Ja, und nachher sieht man die zwei Klappen, links und rechts. Ja. Das ist zum das Fahrzeug noch festbinden. Da sind die Spannsätze, links die Gurte. Rechts. Das kommt dann ums Rad und dann ist auch der Smart fix montiert. Ja, stark. Du hast auch hier Tasten auf der Seite. Das Ganze ist zentral verriegelt, das heißt, wenn du zumachst, gehen die nicht mehr. Ich habe hinten einen Elektroschalter am Eingang und wenn ich da drauf drücke, da geht nichts mehr auf. Dann super. Lithium-Ionen, die große Technik. Ja, ich habe sie auch drin, aber ich habe nur 360 Ampere-Stunden. Du hast 800. 2400 sind das, ja. Genau, das sind die ganz neuen, gell? Genau. Genau, meine hatten 360, da ist es. Aber man muss sagen, Mastervolt ist... Das Maß aller Dinge. Also Hintergrund ist jetzt, wir haben dafür kein Geld bekommen. Es geht ja darum, dass man hier in der Technik einfach mal Zeit. Man kann so viel kaskadieren, wie man will. Man kann 800, 1600, so viel wie du möchtest. Das ist ein Bussystem und das funktioniert. Also, aber das Einrichten ist schon pfiffig, oder? Es ist sehr aufwendig am Anfang, aber wenn man es einmal installiert hat, ist es toll. Ja. Wir haben auf dem Tag über 1000 Watt Solar. Was habt du? Über 1000 Watt Solar. Du hast 1000 Watt Solar am Dach? Ja, natürlich. 1 kW? Ja. Ein bisschen drüber, sodass man überall autark stehen kann, auch wenn die Sonne nicht so präsent ist. Warte, ich zeig's mal gerade hier vorne. Da sind so kleine, ich nehme an, der läuft mit 24 Volt? Der Aufbau ist 12 Volt und die Fahrzeugtechnik ist 24 Volt. 24 Volt, das heißt, die Kabel werden dann nur halb so dick? Genau, der Querschnitt verringert sich. Das ist natürlich, eigentlich verstehe ich das gar nicht, dass in der Fahrzeug, also im Wohnmobilbau immer noch 12 Volt verwendet wird, weil es wäre wesentlich einfacher, alles in 24 Volt zu machen. Aber eine blöde Frage, ist das da eine Schmelzsicherung hier? Ja. Das ist eine Schmelzsicherung? Ja, das ist Sicherung. Ja. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, deine Hand mal daneben hältst, dass man mal sieht, das ist, das ist so unglaublich, oder? Ja. Ja, du, da gehen wirklich Strom. Mengen gehen da durch, ja, eben. Meine, gehen bis 200 Ampere und bis 200 Ampere mehr. Ja, und mehr drüber. Ja. Gerade wenn man eine Kaffeemaschine, Wischmaschine oder die Geschirrspülmaschine laufen lässt, der Anlaufstrom ist ja dann immer erheblich höher, wie das, was wirklich im Endeffekt gebraucht wird. Aber die Sicherungen müssen halt den Anlaufstrom Genüge tun. Ja, das Schöne ist, du kannst sogar nach Italien fahren. Jetzt wäre mal bewölkt. Du könntest sogar das Fahrzeug mit 4 Ampere aufladen bei 230 Volt, weil es hat so eine Wechsel... Wie nenne ich das nochmal? Ausgleichs? Wirkung, ja. Genau, das heißt, du kannst sie kann drinnen föhnen, du hast eine 4 Ampere Sicherung in Italien, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, nein. Ich kann das einschalten, wann die Sicherung rausfliegt. Das ist manuell bedienbar. Ja, stark. Und dann kann ich das runterfahren. Ja, großes Thema Internet. Die Leute gucken immer mehr so praktisch Netflix, Amazon Prime und so. Was hast du für eine Lösung bei dir drin? Also ich habe einen LTE-Router auf dem Dach. Netflix-Box, oder? Nee. Nein, Netgear. Ja. Netgear. Mit zwei Antennen. Ist das gut? Ich bin zufrieden mit, läuft super. Ich habe es jetzt dann erstmal probiert, weil ich ja auch sehr viel drin arbeite. Das heißt, ich brauche immer Streamen, also mit den vielen Fotos, wo wir machen. Und wir arbeiten direkt auf dem Server. Das heißt, wir haben verhältnismäßig viel Datenvolumen, wo wir hin und her senden. Ja. Und da muss das ein bisschen funktionieren. Und das mit dem Netgear hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Wir sind noch am Ausprobieren. Wenn du mal so die Ratio siehst, wo du im Wohnmobil bist und auf der Arbeit, wie viel ist das Verhältnis? Oder ich sag mal jetzt zu Hause im Haus. Also halb und halb. Halbe, halbe? Ja, ja. Auch im Winter? Ja, auf jeden Fall. Wo da zum Beispiel? Bitte? Wo im Winter zum Beispiel? Also ich fahre unheimlich gerne im Winter ins Allgäu und dort, wo mich halt der Beruf hinschlägt. Ne? Also ich fahre ja in ganz Deutschland, die Wohnmobilhändler, die rufen mich ja Gott sei Dank. Und wenn so ein Schaden ist, muss man sagen, da gibt es ja kein Metall. Da sind so normale Sachverständige, die sind teilweise ratlos, wie man sowas überhaupt reparieren kann. Ne? Die Problematik ist halt, dass du es unheimlich schwer instand setzen kannst. Ne? Das ist ja, da ist ja die Isolierung unten drunter. Und da kannst du ja nichts ausbeulen oder da heißt es wirklich, du musst Teilersatz liefern, wenn es der Hersteller erlaubt. Wenn es der Hersteller nicht erlaubt, musst du halt ein ganzes Seitenteil, wenn es nötig ist, ersetzen. Nochmal kurz deinen Namen sagst. Rainer Stumpf. Ja,
ich bin ja unglaublich. Ich lerne heute Leute kennen, mitten hier in Klüsserath, auf einem saarländisch dominierten Campingplatz. So meistens ist es so. Nee, Spaß beiseite. Aber ist das schön hier in Klüsserath? Ja, es ist ein Platz, den kann man immer anfahren, weil genügend Platz ist. Ja. Er ist halt ziemlich groß. Und er ist im Moment relativ voll. Der ist normal nicht so voll. Ja, aber für uns ist wichtig, dass wir uns stellen können. Und der Rest ist egal. Wir haben ja das Auto dabei und können dann überall Kunden dienen oder unsere Freizeit gestalten, wie wir wollen. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal zu dir. Gerne. Danke. Da steht er und du, wenn du mal so lieb bist, komm mal mit. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja. Also denn zu dem Stellplatz möchte ich noch sagen, wir sind jetzt gerade Mosel rauf Richtung Trier gefahren und haben da auch ein bisschen auf die anderen Stellplätze geguckt. So viel Platz, wie man hier zwischen den Fahrzeugen hat, hat es auf keinem anderen Stellplatz jetzt hier an der Mosel. Die sind alle wenn man das will. Eng beieinander, aber ja. Hier haben wir wirklich, ihr seht, da sitzen die gemütlich draußen. Also man hat genügend Platz. Also ist angenehm schön. Ja, sag mal, du machst jetzt seit 9 Jahren, richtig? Acht Jahre machst du Wohnmobil-Videos. Du hast hunderte von Videos gemacht. Ja. Du gibst den Leuten ja so eine gewisse Heimat, wenn die deine Videos gucken. Das heißt, also du wendest dich ja wahrscheinlich an Leute, die nicht nur dich toll finden, sondern auch das Thema, oder? Mir geht es darum, dem Wohnmobilist zu zeigen, was er da erwartet. Und ich möchte es einfach so zeigen, wie ich es sehe. Also das, was ich mache, ist keine Bewertung. Bewertung liegt mir gar nicht. Ich sage einfach, wenn es mir hier gefällt, dann gefällt es sicher vielen anderen auch. Das ist meistens so. Und das Schönste ist, wenn das Echo dann ist von einem Wohnmobilist, der dann halt eben sagt, du, genauso wie du es im Film gezeigt hast, haben wir es angetroffen. Genau, 1:1, authentisch, das ist dir ganz wichtig. Du hast auch gerade eben den Morello gehabt, den hat man dir gegeben. Mhm. Aber du hast gesagt, das finde ich jetzt nicht so gut und so. Du bist schon kritisch, oder? Kritisch sein gehört dazu. Also wenn mir jemand ein Fahrzeug zur Verfügung stellt, also mir als Womoclick, dann muss er natürlich schon sich gefasst machen, dass ich ja ehrlich bin, weil Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Mir geht es darum, dass der Käufer oder der Wohnmobilist dann wirklich sieht, Mensch, da hat er recht, man könnte das auch ein bisschen anders machen und. Und wenn der Hersteller dann noch sieht, was ich ja jetzt bemängle, es sind ja kleine Sachen, die ich bemängle, vielleicht hat er dann plötzlich eine Idee und löst das anders. Ja, schön. Ja, das Ganze hat angefangen schon vor 20, nee, wie viele Jahren hast du angefangen mit Filmen? Wenn ich das dir erzähle, müssen wir hinsetzen. Komm, wir setzen uns mal. Das machen wir mal. Gut. Das, was wir machen. Hier ist nochmal die Name nochmal. Chichi. Die Chichi. Hunde und Wohnmobil, das habe ich jetzt schon oft berichtet. Das gehört einfach dazu. Du, ich weiß prozentual nicht, wie viel. Aber es sind mehr wie 50%, schätze ich. Ja. Und wenn ich da Nachbar hat 3 Hunde, an anderen Orten habe ich schon 4 Hunde gesehen. Hier nebenan sind 2 Hunde. Wenn man die alle zusammenzählen würde und pro Fahrzeug 1 geben würde, dann glaube ich, dann sind wir dann schon in der Nähe von 80%. Wenn du mal so lieb bist, du setz dich mal nach innen wegen dem Licht. Genau, ich komme mal kurz zu dir. Ist das gut so? Ja, warte mal. Also, so ist muss ja hier ein bisschen da improvisieren. Sag mal, wenn du die Videos schneidest, das heißt, du machst dir ja unglaublich viel Mühe. Ich muss noch ein bisschen näher zu dir hinkommen. Warte mal kurz, wegen dem Licht. Genau. So, wir beide kennen uns ja jetzt schon seit 10 Minuten. Es ist so. Ja, das Ganze hat ja angefangen, du hast das Ganze ja nicht geplant, das kam eher zufällig. Nein. Also der Ursprung ist damals als 20-Jähriger. Und ich weiß nicht, soll ich so weit ausholen? Ja, es hat angefangen, Videotheken hast du mir mal erzählt, gell? Nein, angefangen hat es war der Übergang von Super 8 auf Video. Echt? Ja, und dann gab es ja die 3 Systeme. Damals Video 2000. VHS und Betamax. Und dann hat sich das System VHS durchgeschlagen. Mhm. Und ich habe damals 2 Monatslohne habe ich investiert in eine Kamera mit Rekorder. Das war der Panasonic A1 und der Rekorder NV180. Und das waren Schweizer Löhne? Also das, ja. Also das war weit über 4000 Franken damals. Und dann hatte ich Freude. Ich war schon immer begeistert für Unterhaltungselektronik und dann plötzlich filmen. Man kann etwas aufnehmen und gleich beim Fernsehen schauen. Das hat mich fasziniert. Das war neu, gell? Das war ganz neu.
Und dann habe ich da mal Blümchen aufgenommen, da mal eine Fahrt, eine Passfahrt und dann irgend verschiedene Sachen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie Filmschwass, das nützt ja gar nicht, schaut ja niemand an. Und dann hat ein Kollege, da wo ich gearbeitet habe, hat geheiratet. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich mit der Kamera dahin und nehme die Hochzeit auf. Und dann am Abend habe ich da angerufen und denen dann gesagt, du, ich habe den Film geschnitten, darf ich euch den vorstellen? Nee. Und, ja, und dann sagten die, kann man das? Und damals war es eben ganz neu. Dann kam ich da um 10 Uhr abends und habe den Rekorder am Fernseher angehängt. Und da war es wirklich so, die Leute haben noch so geschaut, weißt du noch. Das war faszinierend, das am selben Tag zu sehen. Man musste es vorher entwickeln. Das war wie Fotos. Wie live für die. Weißt du, Super VHS, von der Kassette auf das andere überspielen. Und das hat denen so gefallen. Und dann war für mich an und für sich das Thema abgeschlossen. War das so Ende der 80er? Ja. Dann zwei, drei Wochen später ruft mich ein Paar an und sagt, du hast doch da eine Hochzeit gefilmt. Möchtest du bei uns auch? Und dann sage ich, ja, kann ich. Und dann habe ich das auch gefilmt und die waren wieder begeistert. Und dann habe ich mir gesagt, hey, Hochzeitsfilme, anscheinend gefällt das den Leuten. Und dann war es dann schlussendlich so, dass ich jeden Samstag in der Kirche war. Ich war in der Zeit, oder ich war noch niemals so viel in der Kirche wie damals. Du bist gläubig? Ich bin gläubig, nein, ich bin ungläubig geworden, weil die haben immer Ja gesagt und dann halt doch nicht, solange das Ja. Also du hast schon mitbekommen, dass das ein oder andere auseinander... ja, das hat's. Es gab viele, die dann halt eben, ja, wie es halt eben passiert. Das Leben ist zu leben. Ja, ja, was mir bei dir gut gefällt, ist, du bist so, wie du bist. Also du stellst, wenn du Filme machst, das bist du, oder? Ja, anders geht's gar nicht. Ich kann mich gar nicht verstellen. Wie soll ich mich verstellen? Also um weiter zu erzählen, eben da war ich dann halt mit Hochzeiten beschäftigt und dann, wir Schweizer müssen ja ins Militär und das mehrmals. Ja. Also nicht alles an einem, ja, sondern da gibt es sogenannte Wiederholungskurse. Und dann ging ich in so einen Wiederholungskurs und da war einer neben mir und der sagte, du, was machst du beruflich? Und dann habe ich angegeben, ich habe gesagt, ich bin Filmemacher, ich mache Werbefilme, dabei habe ich ja nur Hochzeiten gefilmt. Und dann sagt er mir, Markus, kannst du auch Hotels filmen? Dann sage ich, ja, du sagst mir, wenn ich mal kommen soll, dann komme ich einen Tag, das kann ich schon mal einrichten. Und dann sagt er mir, nein, da musst du 3 Wochen investieren. Und dann sage ich, ja, wieso denn? Ja, du musst die Hotels in Mauritius filmen. Nein! Dann denke ich, der macht jetzt Scherze mit mir, der hätte von mir nichts gesehen. Wann war das? In welchem Jahr? Das war, oh, frag mich nicht nach einem Jahr. Okay. Ich war 20 war ich, 20. Jetzt bin ich 58. Vor 40 Jahren, also etwa 80. 80, ja. Ja, es muss da. Dann bist du nach Mauritius geflogen. Ja, etwas später. Und dann habe ich ihm nochmals angerufen und frage, du, hast du das im Ernst gemeint? Und dann sagt er, ja klar, wenn der Rolf sagt, dann ist es so. Und dann hat er mich gefragt, wie heißt deine Freundin? Damals war es die Judith. Dann sage ich, darf die mit? Ja klar, nimm die mit. Und dann waren 2-3 Tage später die Tickets bei mir. Und dann hat es geheißen, wenn du nach Mauritius, wenn du ankommst mit der Air Mauritius, dann wartet die Cindy bei dir, also am Airport. Ja, dann gehst du zu ihr und sie organisiert dir alles. Und jetzt kommt etwas, was heute nicht mehr ginge. Damals gab es keine Drohnen. Das heißt, Flugdrohnen. Ja, das hieß damals, Markus, wenn du die Hotels von oben aufnehmen wirst, dann kommt die Air Mauritius mit dem Helikopter zu deinem Hotel und holt dich ab. Beim Fußballfeld kam da, ich weiß noch, am Dienstag Nachmittag um 14 Uhr kam der Helikopter, hat mich abgeholt und dann sind wir zu den Hotels, die ich gesagt habe. Das waren da die teuersten, so Royal Palm, Segeron und wie die alle hießen. Und für mich war es
ein Erlebnis, in dieser Luxusinsel zu sein, wo nur die Reichen sind, und da filmen zu dürfen. Aber ich hatte immer eine Riesenangst, dass den Kassetten nichts passiert, dass ich überhaupt etwas fertig bringe, was dann schlussendlich denen gefällt. Bin dann nach Hause und sofort angefangen zu schneiden, und die Kassetten waren so ein Heiligtum. Und dann habe ich den Film da nach Genf geschickt, und dann kam das Echo: Markus, ist gut, mach 60 deutsche Versionen und 40 französische. Und die Idee vom Reisebüro war, damals hatte man noch kein YouTube. Es gab ja noch kein Internet. Ja, die haben die an die Reisebüros verteilt. Und wenn jemand sich für Mauritius interessiert hat, hat er die Kassette gekriegt und konnte zu Hause so das Hotel auswählen. Wie die Videothek so quasi. Es war rein theoretisch so eine Videothek. Und dann habe ich das abgeliefert, 100 Kopien. Natürlich hat man da kein Geld verdient, aber für mich war das so lehrreich, so, das war so ein Highlight für mich. Da zehre ich heute noch dran. Da hast du aber selbst die Filme noch nicht selbst besprochen, oder? Nein, damals nicht. Ich weiß noch, das war vom Radio Aktuell, der Gianno Lucchi. Und das Französische hatte ich auch irgendeinen Moderator. Und das war dann so gut. Und nachher das andere Jahr hat er wieder angerufen: Markus, du könntest nach Madagaskar. Dann wieder kannst du nach Südafrika, dann kannst du in die Seychellen. Und dann sagte ich so: Jetzt habe ich euch alle Destinationen. Dann sagt er: Ja, weißt du, in Mauritius hat schon wieder neue Hotels. Gehst du kannst von vorne anfangen. Dann bin ich wieder nach Mauritius. Dann komme ich zurück, schneide und liefere den Film ab. Und dann hat es geheißen: Markus, du hast zwei Hotels nicht drauf. Wo ist das Coco Beach? Dann sage ich: Das Coco Beach, da sind sie erst am Planieren. Dann sagt er: Dann lass den Film, muss nochmals gehen. Und so bin ich insgesamt dann viermal in Mauritius gewesen. Ja, das Schöne ist, das waren Arbeitseinsätze, das heißt, die wurden auch bezahlt. Du musstest weder Flug noch Hotel, sogar der Helikopter, der dich abgeholt hat. Alles war dabei, zum Teil auf First Class, weißt du? Ja. First Class? Ja, so als Jung, ich war ja ein junger Schnösel. Ja. Ich konnte nicht mal Englisch, weißt du, ich habe mich einfach begeistert für dieses Medium, Film. Und wenn man nachher schlussendlich sieht, jemand hat Freude daran, dann finde ich das sowas von geil. Echt? Ja. Und dann ging es weiter, also die Geschichte weiter. Dann war die Geschichte Filmen war entstanden so. Ich habe dann beim Arbeitgeber gekündigt, habe den sofort eingebildet, gedacht, ja, jetzt kannst du, ich habe dann Videoproduktion Niederbüren, habe ich das genannt, hat man gedacht, jetzt kann man groß Kohle verdienen, habe dann aber auch schöne Aufträge gehabt. Nur damals war es so, wenn du Geräte gekauft hast, es fehlte immer was, das weißt du wahrscheinlich auch, dann musst du wieder einen Mix haben. Dann war VHS, dann kam Super VHS, dann wollte man U-Matic, die Bänder, das, ja, alles, was du kennst. Ja. Und das kostete richtig Geld. Und das Geld ging immer wieder da rein, in das, was man halt eben eingenommen hat. Oh. So, wir fangen sie mal ein, oder? Ja. Warte mal, sie hat nämlich keine Leine. Oh ja, deine Frau springt. Sie ist schon bei den Nachbarn. Gut, also. Dann hatten wir im Ort ein Riesengewitter in unserer Gegend. Und als ich dann irgendwann mal wieder in meinen Keller ging, Computer anschalten wollte, lief der nicht mehr. Dann wollte ich den zweiten anschalten, der ging auch nicht mehr. Dann habe ich den Elektriker angerufen, habe gefragt: Du, wir hatten doch so ein starkes Gewitter. Kann das sein, dass meine Computer kaputt gehen? Dann sagt er: Ja, im Ort seien viele Fernseher kaputt gegangen. Und dann kam einer von der Versicherung, hat dann aufgenommen, bei mir eben so und so viel, und die haben dann was ausbezahlt. Und dann habe ich einen schönen Batzen gekriegt, und dann habe ich überlegt: Soll ich jetzt das wieder investieren oder soll ich aufhören? Und dann habe ich aufgehört, weil es irgendwie so schade war. Du gibst dir Mühe, drehst Filme, aber es bleibt nichts übrig. Mhm. Und das macht dann auch so keinen Spaß. Ja. Ja. Dann habe ich aufgehört. Bis
bis Mr. Apple das iPhone rausbracht. Habe ich das iPhone, das erste iPhone habe ich in Amerika bestellt. Das kam dann, was, da kann man filmen und schneiden und das erste iPhone hattest du? Ja. Und da hat es mich wieder gepackt. Und irgendwo auf einem Stellplatz habe ich mal einen Film gemacht. Da war eine Einweihung. Habe ich einfach mal ein bisschen gefilmt. Dann habe ich den Film zusammengeschnitten und online geschalten. Und dann haben Kollegen gesagt, hey, das ist cool, wenn man die Stellplätze so sieht, dann kann man sich es auch richtig vorstellen, weil in den Katalogen sieht man immer nur ein Foto und immer ist es von der schönsten Seite. Ja. Und du zeigst es, wie man reinfährt, wo die Entsorgung ist, wo das und das ist. Und da die so Freude gezeigt haben, dachte ich, ja, das ist eine gute Sache. Und so ist dann irgendwann mal Womoklick entstanden. Der Markus Löhrer, ja. Er ist Schweizer. Und was die Leute immer so ganz toll an dir finden, ist, dass du so langsam sprichst. Das heißt also, wenn du kommst, dann hat man das Gefühl, der Urlaub beginnt schon, wenn du moderierst. Also ich glaube, ich bin ziemlich schnell. Also ich kann auch schneller reden, wenn es sein muss, will es aber gar nicht. Weil es gibt irgendwie so einen Takt, den habe ich einfach drin. Ich finde es gut. Also den einen gefällt es, den anderen nicht. Aber es war mal vor, ich kann mich erinnern, ich war 25 oder so. Da kam im Radio eine Umfrage und da war die Frage, wer gefällt euch besser, der Kurt Felix oder der Thomas Gottschalk? Dann habe ich für mich gelacht. Ja, das ist natürlich der Thomas Gottschalk, der da gewinnt. Achso, der Kurt Felix oder der Thomas Gottschalk? Ja, das war die Frage. Wen findet ihr besser? Und für mich war dann natürlich klar Thomas Gottschalk. Der hat Witz, der weiß, der ist schlagfertig und der ist richtig cool. Da habe ich auch immer gedacht, so möchte ich sein wie ein Thomas Gottschalk. So möchte ich sein wie ein Thomas Gottschalk? Ja, so, den finde ich gut. Schlagfertig und immer ein Spaß drauf, das ist das. Also es gab da diese Umfrage im Radio und schlussendlich ging es aus. Also Kurt Felix hat 50% und der Gottschalk 50%. Und da habe ich mir gesagt, wenn die Deutschen dem Kurt Felix zuhören, der ist ja jetzt nicht so spaßig gewesen, dann hören sie auch dem Markus Löhrer zu. Und so habe ich dann irgendwann mal den Mut gehabt, einen Film zu drehen, wo ich spreche. Das war, ich weiß noch, das war die Zusammenfassung im ersten Womoklick-Jahr. Das war in der Schwegalp oben, wo ich da dann Womoklick erklärt habe. Ich habe das versucht mit der Talstation, also im Frühling habe ich Womoklick angefangen, in der Talstation. Und ich möchte da in den Sentis hinauf, in die Bergstation. Da oben möchte ich ankommen, bin aber jetzt erst in der Mittelstation. Und wobei eben oben ankommen kann man nie. Es gibt immer wieder was Neues und. Das war einfach so ein, so, ich wollte es darstellen, was Womoklick ist und was ich machen möchte und zeigen möchte. Und das war natürlich ganz klar in erster Linie die Stellplatzfilme. Ja, bei den Stellplatzfilmen ist es ja geblieben und in der Zwischenzeit auch ein paar Technikbeiträge, weil ich gemerkt habe, die Wohnmobilisten wollen unterhalten werden mit technischem Bereich, Lifestyle-Bereich. Leute wie du und ich, das interessiert die Leute. Wie ticken die Wohnmobilisten und man merkt doch, jeder Wohnmobilist ist wieder anders wie der andere. Und mich selber fasziniert das und wenn ich das zeigen darf und die Leute schauen das, dann ist das für mich Lohn. Das ist schon so, die geben dir viel zurück, die Menschen, die kommen auf dich zu, möchten Fotos machen, die haben schon eine gute Zeit mit dir, oder? Also vorgestern war es so, ich hatte keine ruhige Minute, ich wollte allen Film schneiden, es ging nicht, alle paar Minuten. Du musst die Aufkleber abmachen. Ja, ich weiß, ich bin ja selber schuld, wenn ich das so groß hinschreibe, aber Leute sollen auch aufmerksam sein und vielleicht mal im Internet nachschauen. Abonnieren.
abonnieren, was ist Womoklik, und da halt mal nachschauen, was dieser Schweizer da macht. Und ich bin wirklich mit Leib und Seele, also wirklich für die Wohnmobilisten unterwegs. Und mir gefällt das so. Ich finde, ich habe das schönste Leben. Ich darf es gar nicht so sagen. Weil ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Spezialmesse gehst, wie jetzt in Düsseldorf oder gerade eben die CMT, ich glaube in Stuttgart ist sie, da sind auch die Hersteller, die kennen die schon. Also die Industrie hat mich wahrgenommen. Da sieht man ja, dass man mir so ein Morello zur Verfügung stellt. Hat man schon mal gemacht. Ja. Also es ist nicht so, dass ich der Markus nur große Wohnmobile. Ich habe also ein Jahr auch mit einem Kastenwagen der Firma Ventura habe ich da eine Tour gemacht, so eine Werbetour. Und das macht Spaß, wenn du das erleben darfst. Also für mich ist das ein Dürfen, und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das miterleben darf. Und ja, jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr mit Mori. Ja, das hat dann vieles jetzt kaputt gemacht. Wobei, wir sind jetzt wieder froh, alle sind wieder unterwegs. Ja. Und es macht Spaß. Schau mal, blauer Himmel. Warte, ich zeig's mal gerade. Blauer Himmel. Da hinten wäre noch die Mosel. Die sehen wir jetzt halt von komm, hier. Komm, wir gehen mal hin zur Mosel gehen. Das ist schön. Ich kann dir noch sagen, auf so einem Platz wie dem, da sieht man natürlich verrückte Sachen. Eins zum Beispiel ist dieser Amerikaner, der war beim Ralf Schumacher. Der steht auch da, der hat einen Anhänger, wo oben die Motorräder sind und unten den Porsche. Den wo steht der? Da hinten. Komm, sag mal, mal da übers Feld. Den überfallen wir jetzt mal. Mal sehen. Die ist alle genüsslich vorm Haus. Und schaut mal diesen Platz. Das macht man natürlich, eben, falls etwas ist, dass die Feuerwehr oder eben alles da. Abstand jetzt auch Abstand, wegen Corona natürlich. Das auch. Ja. Aber es ist auch so, wegen der Feuerwehr muss man natürlich da auch gassen lassen. Und wenn ich da diese Leute sehe, sind alle zufrieden vom Wohnmobil. Jeder schaut ein bisschen rum, der eine liest was. Und oh, nee, Wahnsinn! Das ist jetzt eben, jetzt sind sie gerade mit den Motorrädern weg. Ja, wir zeigen das mal kurz. Wenn der Anhänger da, kann er das. Du kennst ihn gut? Ich kenne den gar nicht. Aber das ist schon, anscheinend habe ich mir sagen lassen, dass dieses Wohnmobil fast einzigartig ist. Der hat 2,60 Meter Breite. Das heißt, das kannst du normalerweise gar nicht einlösen. Das war eine Sondergenehmigung. Ja. Und siehst du, da sind die Harleys oder was es sind. Und das zieht man dann rauf. Dann stehen die oben und der Porsche ist unten drin. Das ist natürlich ein riesen Hingucker, wenn die beladen das sind. Das ist natürlich schon. Ja, der hat auch Slide-Outs. Das sieht man hier in Deutschland selten. Das ist wahrscheinlich dem Gewicht geschuldet, oder? Du, es kommen immer mehr mit den Slide-Outs. Der hat sogar 4 Stück, also auf der anderen Seite nochmals 2. Der hat ein richtiges Haus drin. Der ist ein Haus. Und siehst du, da hat er auch die schönen Gartenstühle und alles hat er auch dabei. Ja klar, wenn du jetzt aufs Gewicht nicht mehr achten musst. Warte, ich zeig's mal gerade. Ja, so wie hier fahren aber fast alle Amerikaner rum, die ja, später... Das ist jetzt in Amerika, ist das nichts Spezielles. Das ist normal. Hier schaut man halt hin. Der Grund ist auch, so ein Fahrzeug wiegt so viel. Wenn die Wiese jetzt nass ist, sinkt der ein. Musst du also nicht getrauen, da reinzufahren. Ja, aber es ist ein Hingucker und man sieht, da kann man es auch genießen. Und jetzt hier siehst du die Mosel. Sie hat einen kleinen Nachteil, die Mosel. Mhm. Es gibt Stechmücken hier. Du, aber der Rhein jetzt als Beispiel, der hat den Nachteil, dass links und rechts die Bahnlinie da hoch. Also die rattert die ganze Zeit. Ja, das ist dann natürlich mühsam. Das ist die Mosel. Man kann sie so erahnen. Es gibt Plätze, die sind etwas näher am Wasser. Die sind natürlich schöner gelegen, aber ja. Wenn ich die da sehe, die sehen zwar zur Mosel, und ab und zu kommt auch ein Frachtschiff oder eben ja dann halt wieder die Ausflugsschiffe. Aber wenn man das jetzt so anschaut, jeder Wohnmobilist, kriegst doch Herzklopfen. Der Rasen ist schön gemäht, und das ist auch noch etwas. Ich wohne ja im Wohnmobil und bei mir ist immer gemäht. Da, wo ich hinkomme, ist immer Ordnung und gemäht. Achso, die wollen ja auch zeigen, dass der Platz gemäht ist. Nein, die müssen ja mähen wie hier. Aber du hast ja ein Haus zu Hause, du musst selber mähen.
Aber ich habe überall meine Gärtner. Ja, ich hab einen Aufsitzmäher. Das macht mittlerweile mein Sohn. Du, da hinten ist auch was Interessantes. Das ist jetzt kein normales Wohnmobil, das ist so ein Expeditionsfahrzeug. Ja. Das ist auch wieder ein ganz anderer Schlag. Das ist wieder eine andere Kategorie. Passt jetzt vielleicht nicht so ganz nach Deutschland, oder? Also man kann es zwar hier Afrika aufsetzen, aber die Idee ist natürlich schon, er hat ja da schon Elefanten drauf, der will natürlich schon irgendwie in die Wüste oder weiß wohin. Ja, ja. Ist schön. Also das, da ist der Aufbau ganz anders organisiert. Da geht man mit einer großen Treppe hoch. Hallo? Hallo. Wir finden euer Fahrzeug so toll. Dürfen wir mal kommen? Ja, wir dürfen mal kommen. Das ist nämlich ein, du kennst dich ja aus, ein 1117er, der hat 17 Tonnen oder was ist das? Nein, 11 Tonnen, 170 PS. Und wenn man da auf der Tür sieht, Afrika ist abgebildet, wenn ich noch erst zeigen darf, was das Thema vorher, ja. Hier wäre das eben das Madagaskar, ja. Und etwa hier das ist Mauritius. Mauritius, und dann haben wir die Seychellen, haben wir auch noch irgendwo hier. Und da Südafrika. Und ich nehme jetzt an, da ihr dieses Afrika da auf der Tür habt, das wird schon irgendwas Begründetes sein, oder? Ihr wart schon mal da in Afrika? Ja, in Marokko waren wir und jetzt bis die Grenze Mauretanien waren wir im Sommer. Und wenn wir in Rente gehen, wollen wir Afrika, Südafrika, Namibia, Botswana alles bereisen. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Also ja. Ist es was ganz anderes. Da kommen auch schon mal Leute und fragen, wie ist denn das so in so einem Fahrzeug, oder? Ja, das ist super, dieses Fahrzeug. Das haben wir selber gebaut und sind natürlich ganz stolz darauf. Selbst gebaut? Ja, haben wir alles selber ausgebaut in den letzten Jahren. So, es hat auch ganz große. Das heißt, das ist richtig geländegängig? Ja, das hat Allrad, das ist geländegängig, genau. So, die Reifen sind tatsächlich noch ein bisschen größer wie deine. Ja. So ungefähr doppelt so groß. Und er hat einen großen Dieseltank mit drin. Zeig mal. Ah, gut, hier jetzt auch das Profil. Das Profil, das hat er auch schon, das kann man eben in den Sand, denke ich, die sind mehr so für ja. Eben raue Pisten gedacht. Ja, schön, das heißt, man ist komplett autark. Ja. Das ist natürlich on Offroad. Der kann beides. Gemischt. Hier vorne ist ein Motorboot, ich zeig's mal gerade. Können wir das mal sehen hier? Ja, so flitzen sie vorbei. Ja, es ist jetzt der Grund, warum du hier bist, jetzt in Klüsserath, wenn du mir das mal kurz sagst. Ja, wir waren letztes Jahr an Ostern schon hier und dachten, wir fahren dieses Jahr jetzt über Pfingsten wieder hierher, weil es hier einfach schön ist. Ja, ist ruhig? Ja, es ist sehr ruhig, sehr geruhsam, dann mit dem Wasser, auch wunderschön. Ja, es stimmt alles, auch der Preis? Ja, der Preis stimmt auch, ist ja. Wunderbar. Die Leute sind nett, die Kassiererin, die hier kommt, ist super nett. Ja. Gibt Brötchen, ja, Eis, gibt alles. Alles da. Ja. Sehr schön. Ja, sie hat auch einen schönen Tisch. Das ist kein normaler, das sieht aus wie Bambus. Ist das Bambus? Ja, ist ein Bambustisch, genau. Ist ein Holztisch. Unkaputtbar. Ja, quasi. Ich denke, ja. Ja, was ist so den ganzen Tag? Was machst du so außer Sekt trinken? Im Moment machen wir gerade nichts, weil ich bin gerade erst an der Hüfte operiert und muss jetzt hier leider noch sitzen, bis ich wieder sehr mobil werde. Du bist aber so eine Quirlige? Ah, es geht so, ja. Okay. Es geht. Was wäre denn jetzt das Leben ohne Camping für dich? Gar nichts. Wir machen schon seit 20 Jahren mit dem Wohnmobil Camping. Das macht sie? Nein, das ist von meiner Nachbarin hier. Sie strickt gerade einen Schal. Sie strickt einen Schal? Strickt einen Schal, ja. Der ist dann im Winter fertig, oder? Ja, genau. Genau. Ja, schön. Sag mal, wenn ihr jetzt unterwegs wart irgendwo, habt ihr mal Angst gehabt irgendwie? Das nö. Nein, wir hatten keine Angst. Also wir fahren Marokko bis Mauretanien, da ist eigentlich alles ganz sicher. Ist das da dein Mann? Ja. Das da drüben ist mein Mann, genau. Das ist der Bauer dieses Fahrzeuges. Ah, ich sehe schon, das ist jetzt natürlich die Maßnahme von Corona. Das heißt, ja. Ihr beide habt euch... Ach, du bist aus der Sonne geflüchtet. Ich habe gedacht, ihr hättet euch etwas vereinzelt. Das ist ein Problem mit der Sonne, ja. Also ich wollte jetzt nicht so rot werden wie eine Tomate, ja. Das ist schön. Ja, du hast eine ganz, ganz tolle Frau. Ihr habt ein tolles Auto. Ja, danke schön. Danke. Also meine Frau ist... Ja, super toll. Ja, wir sind seit 42 Jahren verheiratet. Echt? Ja. Und meine Frau ist natürlich jetzt letzte Woche an der Hüfte operiert worden. Und ich finde es richtig klasse, dass sie diese Woche schon wieder so fit und auf den Beinen ist, ja. Das war eine schwere Operation? Kann man sagen, ja. 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 Also eine Hüfte ist natürlich kein Klacks, ist kein Blinddarm oder kein Zehennagel. Das ist natürlich ein massiver Eingriff, ja. Aber sie ist ein toughes Mädchen, ja. Und sie hat eine neue Hüfte bekommen, oder? Jawohl, genau. Weil sie einfach nicht mehr laufen konnte. Sie ist nur noch an Krücken unterwegs gewesen. Wir haben letztes Jahr Marokko oder Mauretanien auch mit dem Auto erfahren, da musste ich sie wirklich in das Wohnmobil hochschieben, ja, bis sie drin war. Ja. Aber es hat alles super toll geklappt. Ja, ja, es
Genau, es gibt dafür Bücher, wie man sowas ausbaut. Das hast du dir wahrscheinlich besorgt und Videos geguckt? Nein, nein. Hast du selber gemacht? Selfmade, ja, genau. Ich bin Handwerksmeister, ja. Was für ein Handwerk? Elektromeister, ja. Aber ich sag mal, einem Elektroinstallateur ist nicht zu schwer, sagen wir immer, ja, in unserer Branche. Und ich habe wirklich Möbel gebaut. Ich habe die Platten selber beschichtet, ja. Ja gut, das ist halt jetzt nicht typisch Elektromeister, aber... Nein, aber ich habe mir alles beigebracht. Ich habe Edelstahlspeisen gelernt, ja. Ich habe die Dachständer habe ich selber gespeist, den Heckträger für die Reifen, alles selber gespeist. Genau, das sieht man nämlich auch hier vorne. Sag mal, wenn du mir mal kurz sagst, was so ein Reifen wiegt, was wiegt der? Die Felge wiegt alleine 55 Kilo und der Reifen so um die 80, 90, also 150 Kilo kommt so ein Reifen hin, ja. Okay, das heißt, den kann man gar nicht so... Darum der kleine, selber gebaute Kran, dass man das mit so einer Handwinde hoch und runter hieven kann. Ist schon außergewöhnlich hier, das Fahrzeug. Kommen da Leute schon mal und gucken sich das an? Ja, wir waren letztes Jahr in Bad Kissingen, was dies ja leider ausfällt, die Allradmesse. Ja. Und viele schauen und gucken und sagen, das ist ein super tolles Auto. Und wir sind eigentlich sehr stolz, was wir so zusammen erschaffen haben. Ja. Wenn du mir kurz mal deinen Vornamen verrätst. Klaus. Klaus, wenn du unterwegs bist, kommt man mit Leuten schnell ins Gespräch? Absolut. Also Wohnmobilisten ist eine Klasse der Leute für sich. Ja. Also ich habe Wohnmobilisten nur als aufgeschlossene, freundliche Menschen erlebt. Ja. Also wir haben nie irgendwo Stress gehabt miteinander. Ja. Also man ist kooperativ, tolerant. Ja. Jeder hat sein eigenes Ding und wenn man das toleriert, kommt man miteinander klar. Ja. Es ist ja nicht jedermanns Sache. Also wenn zum Beispiel der Mann, der will jetzt ins Wohnmobil rein und die Frau, die hat da keinen Bock drauf, wie gehst du denn damit um? Da gehe ich halt rein, wenn ich auf Toilette muss oder ich habe Lust, irgendwie ein Buch zu lesen, dann setze ich mich rein. Ja. Ich meine, Sie wollen jetzt neu anfangen, wollen Sie vielleicht ein Wohnmobil kaufen, aber die Frau will das gar nicht. Ja, das muss man sich vorher überlegen. Es gibt ja viele, ich sage jetzt mal Scheidungsfahrzeuge, ja, oder viele kaufen sich ein Wohnmobil von der Rente, wenn sie die Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. Ja. Und nach einem Jahr kannst du sowas dann ganz günstig kaufen, ja, weil die dann einfach feststellen, hinterher, das ist gar nicht mein Ding. Oder die Frau will nicht, der Mann hat die Interesse, das zu tun. Aber die Frau will nicht, ja. Und dann kann man solche Autos relativ günstig kaufen. Sollte man sich vorher überlegen. Und wir haben ja, wie gesagt, vor 20 Jahren angefangen. Wir haben erst 2-3 Mal ein Wohnmobil gemietet, um uns die Größe zu ermitteln. Wir haben noch 2 eigene Söhne, die sind mittlerweile schon älter. Die waren früher mit dabei. Wie alt sind die jetzt? 28 und 29, ja. Die waren, die waren. Bist du schon so alt? Ich bin 64 jetzt, ja. Okay. So, und die Jungs, die waren früher auch mit dem Wohnmobil Feuer und Flamme, ja. Okay. Mittlerweile haben sie selber einen LKW-Führerschein gemacht, damit sie das Ding auch mal fahren können. Ja. Klasse. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich bin ja eigentlich wegen ihm hier, aber ist es so, du bist mit ihm unterwegs, ihr kennt euch? Nee. Ich kenne ihn vom YouTube, das ist du kennst vom YouTube Martin vom Wohnmobil, ja. Du bist der mich kennt. Nein, du bist bekannt. Wir gucken ab und zu auf deine... Martin oder wie? Nee, wie heißt er? Nee. Von Markus. Markus. Der Markus. Ja, der ist vom Womoklick. Ich mache heute mal einen Film über ihn, weil normalerweise, das Problem ist immer, man kann über sich selbst keinen Film machen. Kann man nicht, nein. Aber er bringt gute Beiträge, sind absolut auch meine Meinung mit der Corona-Pandemie, die ganzen Schließungen und so und auch schlechte Stellplatzbewertungen, finde ich auch nicht gut, ja. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Jeder soll sagen, okay, gefällt mir nicht, dann fahre ich weg. Ja. Aber ich hinterlasse keinen schlechten Kommentar. Genau. Und das ist bei ihm auch nicht so. Das heißt, er zeigt das und gibt aber keinen Kommentar ab. Ja, eben, das ist halt so. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich. Ja. Basta. Da muss ich ja nicht noch andere Leute mit versuchen zu beeinflussen oder negativ zu beeinflussen. Das ist nicht meine Art. Nein, mir auch nicht, ja. Wenn es mir gefällt, gehen wir weiter. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Also ich finde euch beide klasse und ich wünsche dir gute Besserung mit deiner Hüfte. Hat es denn wehgetan, die Operation? Nein, es tut eigentlich nicht weh. Man muss jetzt halt wieder laufen lernen, weil man so der Muskel ist dann verkürzt. Ne? Das ist halt der schlecht. Muskel ist kürzer? Ja, der ist kürzer durch diese lange Zeit, wo ich halt gewartet habe. Aber jetzt wird alles gut und dann kann ich da wieder einsteigen besser. Ja, du hast schon in Insektenschutzmittel hier stehen. Das ist hier direkt an der Motor. Ja, fängt um 7 Uhr fängt es an. Dann kommen die und dann irgendwann Wahnsinn, sind die weg. Ja. Okay, das heißt, ihr habt da ein Schutzgitter drin? Ja, wir haben Fliegengitter drin in der Tür. Ja. Wie ist dein Vorname? Karin. Karin, vielen Dank, Karin. Ja. Aus welchem Ort kommt ihr? Wir kommen aus Kenzingen, das ist Kenzingen. Am Kaiserstuhl. Ja. Am Kaiserstuhl, sehr schön. Das ist in Rheinland-Pfalz oder in Hessen? Nein, das ist unten bei Freiburg. Bei Freiburg? In Freiburg, in Baden-Württemberg. Genau. So, ich habe ja keine Ahnung, das ist schön. Also, ich habe ja Leute dabei, die haben Ahnung. Ich habe gerade gefragt, ob der Kaiserstuhl... in Rheinland-Pfalz oder in Hessen ist, da hat sie gemeint, nee, das ist Baden-Württemberg. Ja, genau. Baden-Württemberg. So, eigentlich die schönste Gegend von Deutschland. Ja. Sage ich jetzt mal so, ja. Auf der Wetterkarte immer der wärmste Punkt in Deutschland, ja. Die Toskana von Deutschland. Deutschland, ganz genau, ja. Genau. Wo kommst du her? Aus? Nähe St. Gallen. Ah ja, okay. Ja.
Also ich bin ein Rheinfelden an der Schweizer Grenze deswegen. Also ich bin ein Original-Schweizer. Ah, ja, ja, genau. Ja, cool. Ich darf ihn noch mal kurz entführen, weil dann ich brauche noch mal für die Abmoderation. Vielen Dank, dass ihr so spontan wart. Danke. Dankeschön. Wir sehen uns schon. Ja, ja, machen wir. Tschüss. Danke. Das gibt's doch gar nicht. Dich kennt jeder. Ja, ich weiß es selber nicht. Sie kennen mich, ich kenne Sie nicht. Das war jetzt nicht getimed. Das haben wir auch vorher nicht abgesprochen, war ganz spontan. Nein, aber das macht Freude, wenn man sieht, es wird geschaut. Und so wie er gesagt hat, wenn er dann die Berichte noch gut findet, umso mehr Freude, dann habe ich irgendwas doch recht gemacht. Ja, das ist schön. Also es ist auch eine gewisse Passion. Also du weißt, dass du ganz vielen Menschen schon mal das Thema Wohnmobilreisen wertvoller gemacht hast, weil die Leute können sich plastisch anfühlen, wie so ein Platz ist, oder? Es war mal, wenn ich das dazu sagen darf, in Rottweil war ich mit meinem Wohnmobil und ich habe so Karten von mir, die verteile ich an die Wohnmobilisten. Da stand ein Frankier, der hatte hinten die Luke, wo man die Toilette rausnahm. Und das dachte ich, das ist irgendwie komisch, so ein Frankreich habe ich noch nie gesehen. Und nachher habe ich bei dem, beim Eingang, hat er die Schuhe auf der Treppe gehabt, die Karte einfach nur hingetan. Und dann lief ich wieder weg und dann ruft er, hallo Markus, hallo. Und dann sage ich, ja, Markus, dir muss ich jetzt mal was sagen. Und dann sage ich, ja bitte, was? Du bist schuld, dass ich dieses Fahrzeug habe. Dann sage ich, warum? Ja, das hast doch du an der Messe aufgenommen. Das hast du aufgenommen, das hat genau in mein Schema gepasst, weil das ist so ein Lebensberater. Mhm. Und dieses Wohnmobil hatte hinten so eine Lounge. Und der war vorher von Hotel zu Hotel gegangen und hat die Leute ins Hotel bestellt. Und jetzt fährt er zu den Kunden. Und die Kunden kommen da rein, da macht er Lebensberatung. Und nachher sagt er, du bist auch schuld, dass ich überhaupt Wohnmobil fahre. Mhm. Und so passiert es mir viel, dass ich sehr, sehr viel schuld bin. Und ich wirklich eine Schuld auf mich nehme für die Wohnmobilisten, weißt du. Der eine macht sich einen Unterbodenschutz, weil ich das mal gezeigt habe. Der andere lässt sich Lithiumbatterien einbauen, weil ich das erzählt habe. Der eine macht das und das. Und der andere sagt, wegen dir sind wir hier. Das ist schon eine Last. Das muss man ertragen können. Hast du jemals ein Video auf Schweizerdeutsch gemacht? Nein, nein. Noch nie. Nein. Kannst du mal irgendwas sagen? Weil ich habe langsam das Gefühl, du bist gar kein Schweizer und tust nur so. Ich kann den Pass holen. Nee. Wenn dir das was kannst du mal irgendwas sagen? Was ist so ein typisches Schweizer Sätzlein? Ja, für die Deutschen immer das mit dem Küchenkästchen. Okay. Das Küchenkästchen, Küchenkästchen. Ja. Und typisch Schweizer, frag mich was, dann gebe ich dir auf Schweizerdeutsch die Antwort. Ja, auf Schweizerdeutsch die Antwort. Die Frage ist, sind die Campingplätze in der Schweiz schöner als in Deutschland? Da würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt ein paar Dörte, die am Vierwaldstättersee sicher sehr schön gelegen sind, ja. Sind dann aber vom Preis her auch ein bisschen höher als... Vom Preis? Vom Preis, vom Preis. So, ich glaube dir. So, komm, wir machen mal eins. Ich guck mal gerade auf die Uhr, 21 Minuten 59. Du hast tatsächlich fast meinen Chip voll gefilmt. Wir haben noch 8 Minuten. Noch 8 Minuten? Ja, wir haben eine Stunde erst haben wir gefilmt. Angefangen. Nee, wir haben 90 Minuten. Es geht ja darum, das Thema Storytelling. Das heißt, die Geschichten des Lebens zu erzählen. Darum geht es doch bei dir ein bisschen, oder? Mein Leben zu erzählen. Für mich ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil ich 4 Sachen... in meinem Leben angefangen hat, die sonst niemand macht und die ich immer irgendwie mit Erfolg beendet habe oder jetzt eben Wohnmobilkrieg so weiterführe. Und das hat mich schon. Wenn du stirbst, ja. Und du wirst ja irgendwann mal sterben, das ist ziemlich sicher, es sei denn, die Zombie-Apokalypse kommt ja in der Schweiz, dann leben deine Videos ja weiter. Wenn es YouTube noch gibt, schon, ja. Ja. Ob sie dann noch gesehen werden, weil bis dahin wird sich auch in der ganzen Stellplatzgeschichte, im Campingverhalten, wird sich auch einiges ändern wahrscheinlich. Sachen, wo man jetzt noch gar nicht denkt. Und schau mal, das gefällt mir jetzt zum Beispiel. Ach so, hier die. Das ist zwar keine Schweizer Kuh, aber immerhin die Kuh ist auch ein Sinnbild für Schweizer. Das weißt du gar nicht, das könnte ja eine Schweizer sein. Ah, nee, ist zu flach. Nein, ist wahrscheinlich Allgäu oder irgendwo. Okay, verstehe. Ja. Oder ist das eure Kuh? Nein.
Ja, sehr schön. Ja. Du hast eigentlich hier, es ist so ein klein wenig heile Welt hier auf dem Platz, oder? Oder der, hast du schon mal Streit mitbekommen mit anderen, die du auch mal geschlichtet hast? Nein, nee. Nein, es gibt aber sehr wenig Differenzen. Es gibt einfach solche, die immer denken, nur sie haben recht. Aber grundsätzlich ein friedliches Völklein. Eine Schlägerei oder so habe ich noch nie miterleben müssen. Manchmal ist halt wegen, der Hund ist immer ein Faktor, der manchmal halt eben ein bisschen Theater geben kann, wenn sie nicht angelangt sind oder wenn man die Scheiße irgendwo liegen lässt. Da vorne sind zum Beispiel zwei Stück wieder. Ja, wenn man sie so anschaut, sehr schön, gefällt mir. Aber wenn sie nachts bellen bis um 12? Ja, ich habe jetzt niemand gehört bellen nachts. Das ist zum Beispiel aus dem Fahrzeug, dass man das öfter sieht für Wohnmobilisten. Der ist jetzt, du siehst es, er hat die Kassette dabei, der war jetzt kurz beim Entsorgen. Mit dem Teil kommt man natürlich, braucht es einen kleinen Anhänger oder eben eine große Garage. Und dann kann man da auch unterwegs sein und sich die Schönheiten in der Nähe anschauen. Markus, dein Nachname? Löhrer. Löhrer aus der Nähe von St. Gallen, St. Gallen, Niederbüren, der aber jetzt mehr in Deutschland ist wie in der Schweiz. Er hat seine Passion gefunden mit Womoclick, das kann man ja ruhig mal zeigen. Also es ist ein YouTube-Kanal, also wenn jemand deine Videos sehen will und dich jetzt ganz nett findet, was ja gar nicht so schwer ist, dann kann er in YouTube gehen und kann auf Womoclick gehen und kann da schöne Videos sehen, die alle... Ja, ist ja auch so, du hast Fans, Abonnenten, wie viele Abonnenten hast du im Moment? Jetzt gucken wir auf die Uhr, 31. Mai 2020, weißt du es? Es sind um die, was habe ich geschaut, um die 26.000. Ganz schön viel, oder? Ja, du, wenn du Rihanna bist oder Popstars, dann ist das in der 100.000er. Aber ich bin das hier in einem Gebiet, wo halt... das interessiert jetzt halt nur die Wohnmobilisten. Du musst aber dazu sagen, dass nur 5% der Menschen, die das gucken, sind auch angemeldet. Ja, der Rest, die 95, die abonnieren deinen Kanal nicht. So, das heißt, du hast viel, viel mehr, die es gucken. Die sind nicht nur 26.000, sondern es können, also wenn du auf die Statistik guckst, sind das schon ein paar Hunderttausend, oder? Das stimmt schon. Ja. Also es sind, ich hab geschaut, an meinem Geburtstag wurde meine Filme ja 100 Jahre geschaut insgesamt. Genau, das habe ich auch schon mal verglichen und habe dann gesagt, bei uns waren es 86 Jahre und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich habe ein ganzes Menschenleben auf dem Gewissen von Leuten, die meine Filme geguckt haben. Ja, ja, Womoclick, Markus Löhrer plus Anhang unterwegs. Im Zeichen des Herrn, der Wohnmobile, so ist es. Diesmal in einem Luxuswohnmobil, ja, ganz schön. Ja, vielen Dank, Markus. Wir sehen uns bestimmt noch öfter. Ich habe zu danken. Vielen Dank und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Also hinter den Kulissen von Womoclick. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.